Larissa Marolts Zeit bei Sturm der Liebe war kurz, aber prägnant. Als Alicia Lindberg gehörte sie zu den Hauptfiguren der 14. Staffel. Diese ging 2018 zu Ende und damit auch Larissa Marolts Zeit bei der Telenovela. Wir verraten euch, was sie seit ihrem Sturm der Liebe aus macht. Larissa Marolt sorgte mit ihrer Figur der Alicia für ein großes Liebeschaos bei Sturm der Liebe. Nach einer romantischen Hochzeit mit Christoph entscheidet sie sich letztendlich doch für Viktor und reitet mit ihm ins Glück. Damit hatte Larissa am 18. Oktober 2018 ihren vorerst letzten Auftritt bei Sturm der Liebe. 2019 kehrte sie jedoch noch einmal für einen kurzen Gastauftritt zurück. Doch schnell hatte sie das nächste Projekt am Haken. Im Oktober 2018 wandte sich Larissa dem Theater zu und performte die Buhlschaft in dem Stück Jedermann. Im Sommer 2019 folgten dann die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, in denen sie als Tiffany O'Toole in Untergeiern, der Sohn des Bärenjägers, auftrat. Doch bis heute fühlt sich der ehemalige Sturm der Liebestar auch vor der Kamera pudelwohl. In der deutschen Serie Blutige Anfänger war Larissa in den ersten beiden Staffeln in der Hauptrolle der Leonie Ruska zu sehen. Im Februar 2022 schlüpfte Larissa dann bei der Eventwoche von Unter uns in die Rolle des Racheengels Fiona Jäger, wofür sie viel positives Feedback erhielt. Währenddessen nahm sie auch in ihrer österreichischen Heimat sowie in der Schweiz an verschiedensten TV-Formaten teil. 2020 moderierte sie die Docutainment-Sendung A-Team für Österreich, die Probleme in dem deutschen Nachbarland aufzeigte und versuchte, für diese Lösungen zu finden. Mehr als 10 Jahre nach ihrem Sieg bei Austria's Next Topmodel und ihrer Teilnahme an GNTM war Larissa 2021 als Jurorin bei Switzerland's Next Topmodel im Einsatz. Auch sie selbst modelt nach wie vor und ziert regelmäßig die Cover von verschiedenen Magazinen wie TV Spielfilm oder dem Weltwiegen-Magazin. Im Vergleich zu der jungen GNTM-Kandidatin von damals fällt heute auf, dass Larissa erwachsener geworden ist. Angesichts ihres 30. Geburtstags im Juli 2022 erklärte sie zuletzt in der NDR-Talkshow, dass sie nun selektiver sei bei den Jobangeboten, die sie erhalte. Meine Interessen haben sich geändert. Ich habe mich geändert, so Larissa. Bei der Auswahl ihrer Projekte scheint die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin alles richtig zu machen. Mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugt sie regelmäßig ihre Kritiker und wurde 2021 auch mit dem Immenhof Filmpreis ausgezeichnet.